Wir machen diesmal eine kleine Validierung mit verschiedener Art und Weise und wo wir auch eine entsprechende Fehlermeldung in diesem Fall als Tooltip-Text binden, auch wenn es verschiedene Fehlermeldungen gibt. Wenn es interessiert, wie das funktioniert, und zwar mit dem Interface, das es dazu gibt, einmal mit Exceptions und einmal machen wir es mit dem Interface iNotify Data Error Info, einfach dranbleiben. Lasst uns starten mit der Validierung in WPF. Ich habe hier mal eine Textbox, die ist gebunden auf den Username vom ViewModel UpdateSourceTrigger-PropertyChange, damit das Binding funktioniert, nicht erst, wenn wir die Textbox verlassen, sondern immer sofort. Gut, hier ist das ViewModel. Ja, von der Basisklasse gibt, damit wir das Race Property changed haben und einfach hier nur der Username. So, jetzt wollen wir validieren zum Beispiel: A, ist der Username auch wirklich gesetzt, beziehungsweise hat der mindestens 6 Zeichen? Und jetzt können wir hier mehrere Sachen machen. Wir können zum Beispiel sagen: if value oder if string is null or white space value, also wenn nichts daherkommt, throw new argument null exception name of Username. Also das können wir natürlich machen, dass wir hier einfach Exceptions werfen. Oder if value.length kleiner 6, throw new argument out of range exception name of Username. Gut. Also, wenn wir Exceptions werfen, haben wir natürlich das Problem, dass im Allgemeinen die Applikation einfach stirbt. Ja? Also die wird abschmieren. Was wir aber jetzt machen können, wir können hierher gehen und können beim Binding auch sagen, validate exceptions true. Das heißt, wenn Exceptions geworfen werden, dann ist die Validierung einfach fehlgeschlagen. Und alles ist prima. Das heißt, wenn wir jetzt starten, ich mache jetzt Start without Debugging, damit nicht immer der Breakpoint dann stehen bleibt. Und jetzt bin ich hier. Und wenn ich jetzt hier so tippen anfange, sehen wir den roten Rahmen. Das ist der Standard bei der Validierung. Und sobald ich mehr als 6 Zeichen habe, dann ist die Validierung sozusagen positiv und alles ist schön. Ja gut, das wäre die Version mit Exceptions. Aber das muss man schon sagen, so richtig nett sind diese nicht. Falsches File, machen wir mal alles zu hier. So richtig nett und schön sind die Exceptions hier natürlich nicht. Außerdem hätten wir ja gern eine entsprechende Fehlermeldung, die wir irgendwo anzeigen wollen. Und dazu jetzt eine zweite Option, wie man das besser oder definitiv anders machen kann. Und zwar, wenn wir einfach ein Interface implementieren, und zwar gibt es ein iNotify Data Error Info Interface. Da ist ein System Component Model drin, in diesem Namespace, und dieses Interface erwartet jetzt von uns einige Sachen, nämlich has errors, errors changed und get errors. Also ja, errors changed, so also ähnlich wie die Event-Händler, die wir eigentlich kennen von notify property changed etc. pp. Gut, also has errors true oder false, get errors liefert uns die entsprechenden errors einer bestimmten Property, die Property wäre bei uns Username und dann ja, wenn ich irgendwas geändert hat, dann müssen wir eben offensichtlich dieses Event feiern. Gut, dann können wir mal was machen. Wir könnten zum Beispiel sagen, wir machen uns die Validierung hier, die brauchen wir natürlich, aber wir werfen keine Exceptions mehr. Wir sagen hier, wir merken uns eine Liste mit Errors, also ein iDictionary, ein i iDictionary von String, von List, von String, the errors, ist gleich New Dictionary, wunderbar. Das ist unsere Errorlist. So, diese Errorlist wollen wir jetzt befüllen. Und zwar wollen wir in diesem Fall sagen, wir machen uns eine kleine Hilfsfunktion, addError. Wir machen eine Hilfsfunktion public void, no, private void add error string property string message
Hier können wir natürlich sagen, wir machen uns einen nur Message und dann hier Caller Member Name, kennen wir ja schon, String Property. Ist gleich leer. So, diese Add Error geht jetzt einfach her. Machen wir natürlich kleine Error List. So, die geht jetzt her und macht nichts anderes, als dass wir hier sagen, okay, if not Error List contains key, ja, wenn die Property nicht drin ist, dann geben wir die dazu, Error List Add, und geben die Property rein und sagen New List von String. So weit, so gut. Und dann machen wir noch das hier, genau. Ja, wir fügen die Error Message hinzu. Das heißt, in diesem Fall würden wir sagen, Add Error. Und das, was wir hinzufügen, ist eben die Message mit Username must have a value. Ja, in diesem Fall würden wir sagen, Add Error, Username must have at least 6 Characters. Und wenn wir hier schon einen Setter haben, sollten wir vorher die Liste noch clearen oder die Errors dieser Property zum Beispiel clearen. Also clear error von mir, von Username. Also machen wir uns wieder eine kleine His-Funktion. Private void clear error und braucht natürlich den Property caller member name. String property ist gleich leer. Und da machen wir nichts anderes wie Error List, Remove, Username, Property. So, implementieren wir doch anders. Wir dürfen nämlich etwas nicht vergessen. Wenn wir jetzt die ganze Error-Geschichte haben und machen, dann haben wir das nette Event hier, Errors Changed. Und dieses Errors Changed müssen wir natürlich auch aufrufen. Ja, also errors changed, Fragezeichen, Punkt, invoke this und new event args mit property. Das gleiche, wenn wir einen Error hinzugeben. Remove liefert uns, ob es entsprechend erfolgreich rausgegeben hat. Wir werfen das Event natürlich nur dann, wenn es überhaupt Errors bisher gegeben hat. Also wunderbar. So, getErrors macht jetzt nichts anderes wie so, if ErrorList contains key, property name, dann return ErrorList an der Stelle ErrorList an der Stelle property und sonst return array.empty von String. So, also, so bekommen wir die Fehler. Da machen wir Add Error, da machen wir Clear Error. Also hinzufügen, entfernen und das Event entsprechend feiern. Has Errors ist auch relativ implementiert. Errorlist.count größer 0. Ah, dann gibt es Has Errors. Gut. Was müssen wir jetzt ändern hier? Ja, wir sagen hier nicht validates on exception, validates on data errors ist gleich true. Und dann starten wir das mal an. Und die Applikation ist hier. Wir sind rot und wir werden schöner. Gut, jetzt haben wir immer noch keine Fehlermeldung. Wir haben zwar eine Möglichkeit geschaffen, hier entsprechend mit Errors zu machen und wir geben auch hier eine schöne Fehlermeldung hinzu. Allerdings, wir benutzen diese noch gar nicht. Das ist vielleicht gar nicht so schön, deswegen machen wir uns jetzt Folgendes. Es wäre wohl eine gute Idee, jetzt noch etwas so Boilerplate-Code quasi wegzubekommen. Also diese ganzen Sachen irgendwie etwas zu kapseln, weil das braucht man ja eigentlich dann bei jeder Validierung immer wieder mal. Mach mal eine Klasse hier, das nennen wir Validation Helper und in diese Klasse
Validation Helper machen wir jetzt im Endeffekt diese Geschichte hier. Schwupps. Wir implementieren dort auch dieses Interface. Wir haben da drinnen unsere Error-List. Ja, wir machen diese nicht private, sondern public. Wir machen diesen nicht private, sondern public. Und wir machen diesen hier nicht. Der ist schon public. Wunderbar. So, jetzt können wir noch Read-Only machen. So, jetzt können wir hier außerdem noch brauchen wir hier natürlich den Validation Helper. Helper ist New Validation Helper. Und jetzt verwenden wir diesen Helper mit Add Error Helper. Und auch hier Helper.hasErrors geben wir hier zurück. Wir delegieren das einfach runter. Diese Clear Add etc. brauchen wir nicht mehr. Und ja, getErrors braucht auch nur delegieren. Helper getErrors mit property name. So, clearError ist natürlich auch helper clearError. So, und jetzt können wir noch hergehen und können sagen, wir nehmen hier einen Indexer String. Also wir machen einen Indexer und sagen hier einfach errorless.punkt anstelle, geschwungene Klammer, get. So, jetzt aber. If errorList contains key, property name, return errorList an der Stelle, errorList, property name, Punkt first, und ansonsten return null. Oder String.empty. So, also dieser Validation Helper, der hilft uns einfach, dass wir diesen Boilerplate-Code, den wir hier haben, einfach nicht ständig wieder machen müssen. Eins müssen wir noch machen, wir haben ja auch hier dieses Errors Changed Event, das müssen wir natürlich aufrufen. Dazu registrieren wir uns im Konstruktor public main window view model. Main window view model, hier sagen wir helper.errorsChanged plus ist gleich in Event-Args gehen wir mit und dann sagen wir this.errorsChanged Fragezeichen.invoke this und eben diese Event-Args, die wir hier bekommen haben. So, wunderbar. Das haben wir soweit. Das heißt, jetzt könnten wir eigentlich sagen, wir machen uns hier einen Validation Helper, aus dem machen wir uns noch ein Property, einen Getter. Jetzt machen wir ihn natürlich groß, weil wir wollen ja jetzt den Indexer verwenden. Das heißt, wir machen hier den Helper. Wir gehen hierher und sagen, okay, Tooltip ist gleich Binding auf Helper Username. Ja, ich hätte gern den diesen Helper, diesen Validation Helper hier, hätte ich gern die Top-Fehlermeldung vom Username und das binde ich auf den Tooltip-Text. Das heißt, wenn ich jetzt starte, dann müssen wir eigentlich, wenn ich nichts übersehen habe, ja, wir sehen hier keinen Tooltip-Text. Nö, keinen Tooltip-Text. Oh, okay, da ist wohl ein Bug. Warum? Was haben wir gemacht? Ah, this string property. Ups, gehen wir mal hier rein. Ach ja, natürlich. Natürlich, wir müssen noch was machen. Sobald die Errors gechanged sind, müssen wir ein Event feiern. Also wenn der Helper sagt, ich wurde geändert, dann müssen wir auch sagen, this.raise property changed helper name of helper hat sich ja verändert, damit er das nicht binden kann. Continue. So, schwupp,
Also er bindet auch neu. Play. Username must have at least 6 characters. Username must have a value. Also das mit dem Tooltip, das funktioniert dann schon mal. Kann man natürlich auch irgendwo anders gesammelt anzeigen lassen. Also, hier nur kurz gezeigt, wie funktioniert das mit den Errors. Hier ein bisschen Boilerplate-Code mit seinen kleinen Helper-Klasse ein bisschen optimiert, sozusagen. Und dieses iNotifyDataError-Info, das erlaubt uns eben hier schöne Validierungen durchführen zu können. Ja, also der Helper, der kann jetzt einfach hier verwendet werden. Man registriert sich hier und alles ist schön. Und wir können im Setter entsprechend darauf reagieren und alles machen, wie wir es gerne hätten. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren.